Hallo, du am Bildschirm. Benjamin und Otto gehen heute zu Professor Hagelkorn. Er arbeitet in einer Wetterstation und wird dir alles erklären, was mit dem Wetter zu tun hat. Klicke einen Regenschirm an. Dann geht es los. Falls du das Spiel schon mal gespielt hast, klicke den Schirm, den du das letzte Mal ausgewählt hast, noch einmal an. Er ist jetzt aufgespannt und du kannst da weiterspielen, wo du aufgehört hast. Willst du von vorne beginnen, such dir einen neuen Regenschirm aus. Komm, Benjamin, wir packen den Korb mit den leckeren Sachen aus. Ich hab richtigen Hunger. Du, Otto, guck mal nach oben in den Himmel. Da ziehen ja ganz dunkle Wolken auf. Oh je, das sieht nach Regen aus. Ja, eben habe ich schon einen Tropfen abgekriegt. Hörst du, wie es grummelt? Das gibt nicht nur Regen, das klingt nach einem Gewitter. So plötzlich? Eben war der Himmel doch noch blau und die Sonne hat gestrahlt. Nun ist die Sonne verschwunden. Wetter ist was Komisches. Oh, da ein Blitz. Jetzt habe ich auch einige Tropfen abbekommen. Wir sollten schnell wieder einpacken und nach Hause gehen. Mal Regen, mal Sonne, mal Schnee. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Wetter? Benjamin, das ist eine gute Frage. Aber lass uns erst mal losgehen, sonst werden wir ganz nass. Na gut, bei Gewitter soll man nicht draußen bleiben. Das ist gefährlich. Meinst du, wir schaffen es noch bis nach Hause? Otto, ich habe eine Idee. Professor Hagelkorn hat doch ganz in der Nähe seine Wetterstation. Prima, Benjamin. Dahin schaffen wir es bestimmt. Dann werden wir nicht nass und er kann uns alles über das Wetter erzählen. Tada! Hui, ist das auf einmal windig. Los, Benjamin, wir rennen. Warte, da ist doch noch jemand. Hallo du, am Bildschirm. Guten Tag. Ach ja, hallo. Kommst du mit? Dann erkläre ich dir jetzt die Symbole hier unten. Wenn du nicht weißt, wie das Spiel weitergeht, klicke hier. Dann erhältst du Hilfe. Hier kannst du lauter oder leiser stellen. Wenn du nicht mehr weiterspielen willst, klicke hier. Dann wird das Spiel beendet. Möchtest du zurück in die Wetterstation? Dann klicke hier. Hallo, Herr Blümchen. Na, was habt ihr denn da für ein Wetter mitgebracht? Ein Unwetter, Professor Hagelkorn. Ein Unwetter. So kann man es wohl nennen. Das ist ein kräftiges Gewitter. Wir wollten gerade so schön picknicken. Da ging es los. Und weil ihr hier in der Nähe wart, seid ihr zu mir gekommen. Da freue ich mich aber. Was es hier alles für Geräte gibt. Tja, ihr befindet euch mitten in einer Wetterstation. Und die ganzen Geräte, die brauche ich, um den Wetterbericht zu machen. Professor Hagelkorn, was ist denn Wetter eigentlich? Eine gute Frage, Herr Blümchen. Schaut mal her. Ach, da ist ja noch jemand mitgekommen. Hallo, du am Bildschirm. Du willst auch wissen, was Wetter ist? Dann klick doch mal auf die Tafel.
nur drei Dinge müssen vorhanden sein. Und zwar Sonne, Luft und Wasser. Ist gar nicht viel, oder? Aber die drei können eine ganze Menge. Sie können Regen, Schnee, Hagel, Wolken, einen Regenbogen oder ein Gewitter machen. So wie jetzt. Erstaunlich, nicht? Das alles zusammen ist dann das Wetter. Klicke doch mal auf die einzelnen Symbole. Ich erkläre sie dir dann genauer. Wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint, kannst du am Himmel vielleicht einen Regenbogen beobachten. Wenn die Luft winterkalt ist, dann fallen keine Regentropfen, sondern Schneeflocken. Wenn kalte und warme Luft in den Wolken heftig durcheinander wirbeln, gewittert es. Eine Wolke entsteht aus Wasser, das zu Dampf geworden ist und sich mit kalter Luft vermischt. Manchmal ziehen mehrere Wolken über den Himmel, aber es regnet nicht und die Sonne scheint öfter hindurch. Die Wolken sind ganz schwer geworden und können ihr vieles Wasser nicht mehr festhalten. Es regnet. Das Wasser kommt aus den Flüssen und Meeren. Scheint die Sonne darauf, wird es zu Dampf und steigt in den Himmel. Luft, die sich bewegt, heißt Wind. Die Sonne wärmt alles. Die Tiere, die Pflanzen, uns, das Wasser und die Luft. Das müssen aber sehr schwere Wolken sein, wenn es heute so doll regnet. Aber warum donnert es eigentlich? Und wo kommt der helle Blitz her? Jetzt fällt mir ein, dass ich gestern im Wetterbericht gehört habe, es soll heute ein Gewitter geben. Wie kann man denn das Wetter vorhersagen? Ja, wie? Na, ihr beiden habt ja eine Menge Fragen. Schaut euch doch erst mal ganz in Ruhe bei mir um. Bestimmt finden wir hier alle Antworten. Komm, wir suchen uns etwas zum Anklicken. Und denk daran, erst musst du alles finden, was man mit einem Blitz anklicken kann. Dann kannst du alles mit einer Wolke anklicken. Und zum Schluss, wenn du schon ganz viel weißt, lässt sich alles mit der Sonne anklicken. Hier drin ist es schön kühl. Ja, das alte Gebäude lässt die Sommerhitze nicht herein. Mein Thermometer zeigt immer ungefähr 20 Grad an. Wie angenehm. Stimmt, Herr Blümchen. Bei so einer Temperatur bleibt nämlich der Kopf schön kühl und man kann gut arbeiten. Außer einmal. Da ist im Winter die Heizung ausgefallen. Es waren unter 0 Grad und ich musste meinen Mantel anziehen. Ich konnte sogar meinen Atem sehen. Ich weiß warum. Weil um 0 Grad die warme Luft, die man ausatmet, auf die kalte Luft trifft. Und dann sieht der Atem aus wie Nebel. Genau, Otto. Klicke auf die Flüssigkeit im Thermometer. Sie heißt Quecksilber. Du kannst sie hin und her ziehen, sodass sich die Temperatur verändert. Mal sehen, was dann mit dem Wasser im Glas passiert. Im Glas ist das Wasser jetzt ungefähr so kalt, wie es aus dem Wasserhahn kommt. Jetzt hat das Wasser die Temperatur eines Badesees. Es ist also ziemlich warm. Im Glas ist das Wasser jetzt ungefähr so kalt, wie es aus dem Wasserhahn kommt. Das Wasser ist zu Eis geworden. Unter 0 Grad friert es. Das passiert manchmal im Winter. Und das gibt tolle Schlitterbahnen.
Jetzt hast du den sogenannten Gefrierpunkt vom Wasser eingestellt. Bei dieser Temperatur beginnt das Wasser zu Eis zu werden. Da hat sich schon eine ganz dünne Eisschicht gebildet. Jetzt hat das Wasser die Temperatur eines Badesees. Es ist also ziemlich warm. Jetzt hat das Wasser die Temperatur eines Badesees. Es ist also ziemlich warm. Nimm deine Maus und klicke auf das Thermometer. Du kannst das Wasser nochmal verändern. Oder klicke auf den Pfeil, dann gehen wir wieder in die Wetterstation. Bei fast 100 Grad kocht das Wasser, wie im Kochtopf. Das brodelt. Es verwandelt sich in Dampf. Würde man Wasser in einem Topf lange genug kochen, wäre der Topf bald leer, weil das ganze Wasser als Dampf verflogen wäre. Toll, nicht? Woher weiß ich, wenn ich Schlittschuh laufen gehen will, wann das Eis auf dem See dick genug ist? Wenn es viele Tage richtig kalt war, unter 0 Grad. Sowas wird auch im Wetterbericht angesagt. Oder du fragst deine Eltern. Probiere es nur nicht alleine. Das ist gefährlich. Schlittschuhlaufen macht Spaß. Ich nehme für meine großen Füße Bratpfannen. Große, schwere Elefanten sollten besonders aufpassen und lieber noch ein paar Tage länger warten, bis das Eis so richtig dick ist. Was ist da drin? Einfach nur Wasser? Oh, das ist mein Regenmesser. Den stelle ich raus, wenn es regnet. Und wenn es wieder aufgehört hat, schaue ich nach, wie viel es geregnet hat. Dann ist das Wasser also Regen von gestern. Genau, Herr Blümchen. Und heute? Heute steht auch ein Regenmesser draußen. Na, wenn der mal nicht überläuft. Warum ist der Himmel denn nie leer geregnet? Und wo fließt das viele Wasser, was herunterfällt, hin? Das liegt am Wasserkreislauf. Am besten erkläre ich euch den mal genau. Seht her. Das Wasser ist immer unterwegs. Gerade hat es aufgehört zu regnen. Die Sonne scheint und wärmt das Wasser. Regentropfen, die auf Straßen und Häuser gefallen sind, verwandeln sich gleich wieder in Wasserdampf und kehren zurück in den Himmel. Man sagt auch, sie verdunsten. Vom Regen, der auf die Erde fällt, trinken die Pflanzen. Ihre Blätter geben das Wasser, was sie getrunken haben, als unsichtbaren Dampf an die Luft ab. Etwas Wasser sickert in das Grundwasser und fließt unter der Erde. Die Flüsse fließen in die Seen und Meere. Die Sonne scheint auf ihre Wasseroberfläche. Sie werden so warm, dass Wasser daraus verdampft, nach oben steigt und sich in Regenwolken verwandelt. Dann regnet es wieder. Auf dem Berg schneit es sogar. Da oben ist die Luft so kalt, dass der Regen als Schnee zur Erde fällt. Siehst du das Rad da unten?
Du kannst dran drehen und den Wasserkreislauf selbst in Gang setzen. Oje, oje, das hat aber eben geknallt. Woher kommt denn dieser Krach in den Wolken? Weil die Tropfen und Eisteile sich in den Wolken reiben und zerbrechen. Dabei entsteht Elektrizität. Der Blitz ist sozusagen ein riesiger elektrischer Funke. Hast du im Dunkeln schon mal einen Wollpullover ausgezogen? Ja, habe ich. Dabei sieht man lauter kleine gelbe Blitze. Seht ihr? Genau so entsteht ein Blitz. Nur ist der in der Natur viel größer. Guck mal, Otto. Ein Fernrohr. Was gibt es denn da draußen zu sehen? Damit beobachte ich meine Windmaschinen. Woher kommt denn der Wind, Herr Professor Hagelkorn? Wind entsteht, weil die Sonne die Luft unterschiedlich erwärmt. Warme Luft steigt nach oben, kalte Luft fließt von unten nach. Dadurch ist die Luft dauernd in Bewegung. Und das ist der Wind. Und was sind Windmaschinen? Na, schau doch mal durch. Du schaust jetzt durch ein Fernrohr. Bewege den Kreis mit deiner Maus. Es gibt einiges zu entdecken. Das ist eine Windmühle. Wenn sie sich im Wind dreht, treibt sie drinnen eine Maschine an, mit der der Müller das Korn zu Mehl mahlen kann. So sieht ein riesiges Windrad aus. Der Wind treibt damit eine Maschine an und wird in elektrische Energie umgewandelt. Die brauchst du zum Beispiel für deine Lampe in deinem Kinderzimmer. Ein Segelschiff kann erst fahren, wenn der Wind in das Segel bläst und das Schiff schiebt. Der Wetterhahn steht immer ganz oben auf Dächern oder Türmen. Er dreht sich in Windrichtung. Ob der Wind aus Norden, Süden, Osten oder Westen kommt, kannst du unten an den Buchstaben ablesen. Der Windsack steht oft auf einer Brücke. Daran können die Autofahrer sehen, wie stark der Wind bläst. Starker Wind kann auf einer Brücke gefährlich sein und das Auto zur Seite drücken. Ich kenne einen Trick, wie man die Windrichtung messen kann. So? Wie denn? Du musst deinen Zeigefinger anfeuchten und hoch in die Luft halten. Von der Seite, wo er kalt wird, kommt der Wind. Toll, Otto. Das kann ich auch mal mit meinem Rüssel probieren. Dann habe ich einen Windrüssel. Tada! Was liegt denn da für ein Buch? Oh, genau das Richtige für euch. Da sind Spiele und Tricks drin. Zum Beispiel, wie ihr selber das Wetter bestimmen könnt. Du kannst dir das Buch jederzeit ansehen. Du musst nur einfach draufklicken. Willst du ausdrucken, was du auf der Seite siehst? Klicke auf den Drucker. Willst du weiterblättern? Klicke auf die Seitenecke. Und wenn du zurück in die Wetterstation möchtest, klicke auf den Pfeil. Alles klar? Willst du selbst das Wetter vorhersagen? Hier kannst du dir alle Regeln ausdrucken, die man dafür wissen muss, und dir einen Wetterkalender basteln. Willst du wissen, wie man sich im Winter den Frühling in die Stube holen kann?
Dann drucke dir die Seite aus. Einen Regenbogen kann man auch selber machen. Weißt du wie? Drucke dir die Seite aus. Darauf befindet sich auch ein Regenbogen zum Ausmalen. Diese Wetteruhr kannst du dir selber basteln und damit einstellen, wie das Wetter ist. Das ist ein Bild zum Ausmalen. Darauf kannst du sehen, was die Tiere im Frühling, Sommer, Herbst und Winter machen. Wenn du in die Wetterstation willst, klicke auf den Pfeil. Auweia! Was ist denn hier los, Herr Hagelkorn? Sieht so aus, als ob das Dach kaputt ist. Ich muss es reparieren. Beim letzten Sturm ist ein Dachziegel heruntergerutscht. Wollt ihr mal sehen, wie Regentropfen und Schneeflocken in ganz groß aussehen? Siehst du die Lupe dort? Du kannst sie mit deiner Maus anklicken und über das Bild ziehen. In groß sehen Schneeflocken aus wie wunderschöne Blumen. Oh, was für ein schönes Muster! Keine Schneeflocke sieht aus wie die andere. Kannst du dir das vorstellen? Schneeflocken haben 6 Ecken. In groß sehen Schneeflocken aus wie wunderschöne Blumen. Schneeflocken haben 6 Ecken. Ach, ein Hagelkorn! Das heißt so wie ich. Es sieht fast so aus wie eine Schneeflocke. Das Muster ist nur viel enger und verzweigter. In jedem Regentropfen befindet sich ein winziges Staubkörnchen. Siehst du? Welche Schneesorten kennt ihr denn? Pulverschnee. Den kann man nicht kneten. Und deshalb kann man keinen Schneemann daraus bauen. Stimmt, er ist trocken und fein. Aber wenn die Temperatur nur wenige Grad unter Null ist, dann fällt der Schnee, der weckt. Ja, das ist Pappschnee. Er besteht aus großen Flocken, die schwer und klebrig sind. Willst du noch was sehen? Schau dich ruhig um und klicke etwas an. Guck mal, Benjamin, da steht ein Schäfchen. Das ist ja süß. Vielleicht ist es vom Himmel gefallen. Sie meinen, es war mal ein Wolkenschaf. Das ist eine schöne Geschichte, Herr Blümchen. Also, das Schäfchen hat mir ein Freund geschenkt, weil er weiß, dass ich Schäfchenwolken am liebsten habe. Aber es gibt noch mehr Wolkenformen. Seht mal her. Eigentlich gibt es 10 Wolkenarten. Sie haben ganz seltsame Namen. Du kannst sie im Buch mit den Tipps und Tricks beim Zungenbrecherspiel finden. Klicke doch mal auf die Fotos. Dann erkläre ich dir die 3 häufigsten davon. Schäfchenwolken heißen Schäfchenwolken, weil sie aussehen wie eine Schafherde. Wenn die Schäfchen am Himmel sind, bleibt es die nächsten Stunden trocken. Wenn Wolken so aussehen, behalten wir schönes Wetter. Fangen sie an, dichter zu werden, könnte Regen kommen. Man nennt diese Wolken auch Federwolken. Guck mal, ich sehe genauso aus wie eine Feder. Diese Wolken siehst du bei freundlichem Wetter. Werden sie jedoch größer und höher, kann es ein Gewitter geben. Sie werden Blumenkohlwolken genannt und sehen aus wie Wattebausche oder wie Schaum in der Badewanne. Oder eben wie Blumenkohl. Weißt du, was ich gerne mache, Otto? Was denn, Benjamin?
auf einer Wiese liegen und mir die Wolken angucken. Dann rate ich, was sie sind. Manchmal sehen sie nämlich aus wie Tiere oder wie Blumen, wie Autos oder wie Häuser. Das ist ein tolles Spiel. Wolkenraten. Das müssen wir beim nächsten Mal zusammenspielen. Hier gibt es noch viel zu entdecken. Such es dir aus. Blitzt und donnert es jetzt überall auf der Welt? Nein, ganz bestimmt nicht. So ein Gewitter zieht von Stadt zu Stadt. Was für ein Wetter ist denn gerade in Zentralafrika? Da, wo die Elefanten wohnen, die solche Ohren wie Sie haben, Herr Blümchen? Ja, genau. Da regnet es gerade. Aber es ist immer Sommer. Ja, dort gibt es keinen Winter. Es gibt nur Trockenzeiten und Regenzeiten. Und warum haben wir Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Das hat damit zu tun, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Kommt, wir fliegen mit der Rakete ins Weltall. Von da aus können wir besser sehen. Hier haben wir einen herrlichen Überblick. Die Erde ist kugelrund. Sie dreht sich um die Sonne. Wenn wir näher an die Sonne herankommen, liegt die Seite, auf der wir wohnen, etwas im Schatten. Deshalb ist bei uns Winter. Drehen wir uns wieder weg, bekommen wir wieder mehr Sonne ab und es wird Sommer. Mal wird die Nordhalbkugel von der Sonne stärker beschienen und mal die Südhalbkugel. Das liegt an der Neigung der Erde. Siehst du den roten Strich? Neigung heißt, dass unser Erdball ein bisschen schief zur Sonne liegt. Du kannst die Erde mit deiner Maus anklicken und ziehen. Versuch es mal. Nun ist Herbst. Die Sonnenstrahlen fallen nur noch schräg auf uns. Deshalb kommt nicht mehr so viel Sonne an und es wird nicht mehr so warm. Die Äpfel sind reif. Seht ihr, jetzt hat die andere Erdhälfte viel Sonne. Kinder gehen baden. Bei uns hat jemand einen Schneemann gebaut. Seht ihr, jetzt hat die andere Erdhälfte viel Sonne. Kinder gehen baden. Bei uns hat jemand einen Schneemann gebaut. Wir haben uns ein Stück weiter gedreht. Die Sonne kommt wieder besser an unsere Erdhälfte ran. Siehst du die Schneeglöckchen? Es wird Frühling. Bei uns ist jetzt Sommer, weil die Nordhälfte der Erde der Sonne zugewandt ist. Der Baum hat kräftige, dunkle Blätter. Nun ist Herbst. Die Sonnenstrahlen. Da fällt mir ein tolles Lied zu ein. Ja? Sing doch mal, Otto. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer bringt Klee. Der Herbst, der bringt Trauben, der Winter bringt Schnee. Oh, bringst du mir das bei? Klar, Benjamin. Und du am Bildschirm? Willst du das Lied auch lernen? Da unten ist ein Drucker. Klicke darauf und er druckt es dir aus. Komm, wir sehen uns noch ein bisschen um. Klicke etwas an.
In diesen Bereich kannst du erst kommen, wenn du alles mit Blitz und Wolke angeklickt hast. Was war denn das? Oh, da hinten habe ich wohl die Tür offen gelassen. Jetzt hat der Wind sie zugeschlagen. Mann, hat der eine Kraft. Ja, aber es gibt noch viel stärkeren Wind. So? Wie stark denn? Zum Beispiel so stark, dass er ein Haus in die Luft hebt. Aber solche gefährlichen Winde wehen bei uns zum Glück nicht. An der Skala kannst du die Windstärke einstellen. Nimm deine Maus, klicke auf den Schieber und ziehe ihn hoch oder runter. Zur Windstärke 1 sagt man auch leiser Zug. Er bewegt den Rauch. Bei Windstärke 2 weht eine leichte Brise. Die Blätter säuseln und du kannst den Wind im Gesicht spüren. Die schwache Brise bei Windstärke 3 ist schon etwas windiger als die leichte Brise bei 2. Blätter und Zweige bewegen sich. Jetzt weht eine mäßige Brise. Staub fliegt hoch. Und außer Blätter und Zweige bewegen sich auch dünne Äste. Die Zeitung flattert. Hoffentlich fliegt sie nicht weg. Oh, jetzt hat der Wind die Tür zugeschlagen. Windstärke 5 zeigt eine frische Brise an. Sie ist schon ganz schön kräftig, sodass kleine Bäumchen schwanken. Ach, jetzt fliegt die Zeitung weg. Hörst du das Pfeifen an der Drahtleitung? Das kommt vom starken Wind. Er drückt auch das Gras an den Boden und schüttelt die Blumen am Fenster. Das ist der steife Wind bei Windstärke 7. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, klappt. Da hat jemand vergessen, die Wäsche von der Leine zu nehmen. Jetzt macht es der Wind und verstreut sie über den ganzen Boden. Wenn du bei stürmischem Wind rausgehst, musst du dich ganz schön gegen ihn stemmen, um laufen zu können. Er ist so stark, dass er Äste von den Bäumen abreißt. Oh, jetzt hat er das Fahrrad umgeworfen. Wenn du bei stürmischem Wind rausgehst, musst du dich ganz schön gegen ihn stemmen, um laufen zu können. Er ist so stark. So ein richtiger Sturm hat es in sich. Ja, da muss man aufpassen, dass man keine Dachziegel oder Äste auf den Kopf bekommt. Mir fällt ein Lied ein. Das hat der Tierlieb für mich an seinem Klavier gesungen, als es einmal sehr windig war. Es heißt Ohrenflatterlied. Ohrenflatterlied? Sing doch mal, Benjamin. Der Wind, er weht und bläst so stark, dir flattern ja die Ohren. Komm, halte deine Mütze fest, sonst geht sie dir verloren. Ja. Benjamin, das ist ja lustig. Willst du das Lied haben? Klicke auf den Drucker. Oder klicke etwas Neues in der Wetterstation an. Wir sind gespannt, was du aussuchst. Ein Fernseher gibt es hier? Klar, ich will doch meinen Wetterbericht auch sehen. Willst du dir einen Film anschauen? Dann klicke am Fernseher auf einen Knopf. Der Wind pustet die Wolken über den Bergen zusammen, wie sie sich auftürmen. Es könnten Gewitterwolken werden. Am Tag ist der Himmel über einer Wolkendecke blau. Das kann man hier gut sehen. Oh, das
gießt aber ein kräftiger Sommerregen. Die Mutter spannt einen großen Regenschirm auf und dann laufen alle drei schnell zum Auto, damit sie nicht nass werden. Oh, das gießt aber ein kräftiger Sommerregen. Die Mutter spannt einen großen Regenschirm auf und dann laufen alle drei schnell zum Auto, damit sie nicht nass werden. Da braut sich ein mächtiges Unwetter zusammen. Der Himmel wird immer dunkler. Wenn es direkt über uns gewittert, blitzt und donnert es fast gleichzeitig. Siehst du, wie unterschiedlich Blitze aussehen können? Erst ist der Himmel noch blau. Einzelne weiße Wolken ziehen vorüber. Dann werden es immer mehr Wolken. Bald sind sie nicht mehr weiß, sondern grau und verdecken den ganzen Himmel. Jetzt können sie die vielen Wassertropfen nicht mehr tragen. Es regnet. Erst ist der Himmel noch blau. Einzelne weiße Wolken ziehen vorüber. Dann werden es immer mehr Wolken. Bald sind sie nicht mehr weiß, sondern grau und verdecken den ganzen Himmel. Jetzt können sie die vielen Wassertropfen nicht mehr tragen. Es regnet. Schau mal, Otto, ein Regenbogen. Wie schön. Direkt vor meinem Fenster. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Wollt ihr wissen, wie ein Regenbogen entsteht? Ich zeige es euch. Siehst du die Wolken oben am Himmel? Du kannst sie mit deiner Maus anklicken und ziehen. Mal sehen, was passiert. Es fängt an zu regnen. Aber die Sonne scheint trotzdem noch. Da, ein Regenbogen. Otto und Benjamin können einen Regenbogen sehen, weil es vor ihnen regnet und hinter ihnen die Sonne scheint. Ein Regenbogen, genau vor uns. Tada! Wir können ihn sehen, weil es da vorne regnet und weil wir mit dem Rücken zur Sonne stehen. Wenn die Sonnenstrahlen auf die Regentropfen treffen, werden sie in verschiedene Farben geteilt. Man sagt, sie brechen das Sonnenlicht. Daraus entstehen die herrlichen Farben. Außen rot, dann orange, gelb, grün, blau, violett. Wisst ihr, wie man den Regenbogen früher noch nannte? Nein, wie denn? Himmelsring. Ein schöner Name. Wie kann man denn Wetter voraussagen? Überall auf der Welt wird das Wetter beobachtet. Am Boden, in der Luft und im Meer.
Die Daten werden in einen Computer eingegeben. Daraus kann man dann Wetterkarten bauen und das kommende Wetter ablesen. Ist das der Wetterbericht für heute, Herr Hagelkorn? Ja, komm, ich zeige ihn euch. Hier habe ich eine Karte mit dem Wetter für alle Länder in Europa. Du kannst die Symbole mit deiner Maus anklicken. Hier gibt es heute keine Sonne. Die Schweiz hat viele Berge. Da wechseln Sonne und Regen im Sommer oft. In Frankreich ist es bewölkt, aber es regnet nicht. Und die Sonne scheint öfter durch. Die Österreicher sollten ihren Regenschirm mitnehmen. Die Sonne scheint zwar, aber es kann Regenschauer geben. In Italien scheint den ganzen Tag die Sonne. Es ist sehr warm und kein Wölkchen am Himmel. In Griechenland ist es den ganzen Sommer richtig heiß, nicht nur heute. Mittags ruhen sich alle aus, weil man bei der Hitze nichts tun kann. Aha, da wohnen wir. Richtig, bei uns gewittert es. Oh je, in Holland regnet es den ganzen Tag. Die Engländer haben mal wieder Nebel. Das kommt dort öfter vor. Im Norden von Norwegen fällt sogar Schneeregen. Und das ist eine Mischung aus Regen und Schnee. Oh, ich möchte jetzt auch gerne mehr baden. Ja, Otto? Also mir ist eine saftig grüne Wiese mit einer frischen Brise viel lieber. Hier gibt es noch viel mehr zu sehen. Schau mal nach. Guck mal, es hat aufgehört zu regnen. Und die Sonne scheint wieder ein bisschen. Ein Glück, ich habe doch keine Regenjacke mit. Meine Mütze hält bei so einem Wetter auch nicht viel ab. Weißt du, was die Kinder hier zu welcher Jahreszeit brauchen? Ihnen fehlen noch ein paar Sachen. Kannst du sie richtig zuordnen? Klicke die Dinge, die du am Rand siehst, an und ziehe sie auf die richtigen Kinder im Bild. Ja, Regenjacken schützen im Herbst vor Wind und Wetter. Richtig, so ein Schneeanzug hält warm. Das Kind braucht etwas ganz anderes. Richtig, ohne lange Hose im Frühling. Wäre es noch zu kalt? Ja, genau. Ja, den können wir jetzt gut gebrauchen. Ja, so bleiben deine Füße bei Regen trocken. Ja, jetzt ist genau die richtige Zeit. Abgemähte Felder, über die man rennen kann und genug Wind. Ja. Genau so ist es richtig. Ja, im Sommer, wenn es heiß ist, ist Eis das Leckerste und Erfrischendste, was es gibt. Super! Jetzt blendet die Sonne nicht mehr. Der Osterhase kommt immer im Frühling. Ja, im Sommer, wenn es heiß ist, ist Eis das Leckerste und Erfrischendste, was es gibt. Bravo! Das hast du ganz toll gemacht. Ach, da hat sich ein Igel im Blätterhaufen versteckt. Er hält dort Winterschlaf. Was
Warum schwitzt man eigentlich, wenn es draußen heiß ist? Das ist ganz einfach. Wir haben viel Wasser in unserem Körper. Wenn es heiß ist, schwitzen wir davon etwas aus, damit unsere Körpertemperatur immer ungefähr 37 Grad beträgt. Dadurch wird unsere Haut gekühlt. Und warum bekommt man, wenn es ganz kalt ist, Gänsehaut? Unsere Vorfahren, die hatten noch ein richtiges Fell. Wenn es kalt wurde, stellten sie ihre Haare auf, um sich zu wärmen. Bei uns nützt das nichts mehr, weil wir nur noch ganz kleine, dünne Haare haben. Aber aus alter Gewohnheit kriegen wir trotzdem Gänsehaut. Es gibt noch mehr zu entdecken. Du hast noch nicht alles gefunden. Willst du ausdrucken, was du auf der Seite siehst? Klicke auf den Drucker. Willst du weiterblättern? Klicke auf die Seitenecke. Und wenn du zurück in die Wetterstation möchtest, klicke auf den Pfeil. Alles klar? Lauter Wolkenschafe! Drucke dir so viele aus, wie du willst, und baue ein Mobile. Deine Eltern. Es gibt ganz komische Wörter, die mit Wetter zu tun haben. Willst du sie kennenlernen? Dann drucke dir das Zungenbrecherspiel aus. Klebe die Fragen und Antworten auf eine Pappe und schneide sie aus. Bilder zum Ausmalen sind auch drauf. Willst du Wetterpartner für deinen Ort werden? Wenn du im Internet unsere Seite besuchst, kannst du uns allen mitteilen, ob es zu Hause bei dir gerade schneit, stürmt oder die Sonne scheint. Wenn du in die Wetterstation willst, klicke auf den Pfeil. Möchtest du nicht mehr spielen? Dann klicke hier. Tschüss!